So, Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Ich muss mein Mikro mal verrücken. Moment, so ist besser. Zeit für das Level 3-3. Ich muss einen ausgeben. Wie versprochen, gebe ich diesen Part aus. Und zwar alles direkt hier heute. 3-3, Wasserspiele. Mir ist das ein bisschen leise, oder? Moment, jetzt erstmal Steuerung wieder mal. Halt, wieder, muss wieder umdenken. So, hier, mal ein bisschen Monkey-Monkey-Futter, ne? Schmeckt da echt lecker und so. Macht doch jeder. So, hier sind noch 3 Münzen. Keine roten dabei. Hilfe. Ich würde gern mal. Ich glaube, da ist der Affe zu hoch zu. Okay, der will offensichtlich nicht von uns gefressen werden. Das kann ich nachvollziehen. Ich möchte von mir auch nicht gefressen werden. Also, ich glaube, mit dem hier beschäftigen uns wir die Hälfte des Parts hier. Du blöder Spaten, Mann. Das komische Wassermonster kommt nämlich immer wieder. Nervt damit ununterbrochen. Ja, lass mich in Ruhe. Du bist doch voll nervig. So, da oben geht's irgendwo hin, oder? Okay, Sternis. Knusper, Knusper, Mahlzeit. Höppa, schade. Okay, da komme ich nicht hoch. Bam, bam, halt die Schnauze. So, hier sind noch ein paar rote Münzen. Gedöns mal einsammeln hier. Uah, Hilfe. Blöder Monkey. Sieht aus wie so eine Blindenschrift irgendwie. Aber okay, genug von dem Zeugs. Da unten ist eine rote Münze. Haha, eingesammelt. So. Da, Schlitz. Direkt aus dem Maul genommen. Ich will mal gucken, ob hier noch eine rote Münze ist. Ich glaube, hier ist ja Land, da kommt er sowieso nicht hin. Oder? Nö. Haha, Spaten. So, was ich aber da gerne noch machen würde, ist hier unten mal. Ne, so aufräumen. Nö, verdammt. Du bist doch bekloppt, du Spaten. Lass mein Baby in Ruhe. So, hier ist nur Gedöns. Sollte ich erst mit Zähne abschießen. Hier war eine Blume, war keine Sternis. Zack, und bam. Uff, 2 Blumen, 3 rote Münzen. Sieht sehr vielversprechend aus. Hau doch mal ab, du Spaten hier. Komisches Wasserschleimmonster. Ein riesiges Slimog taucht auf. Du hast da ein Rad ab. Du hast da nicht mal alle Dinger am Zaun, Alter. Lass mich in Ruhe. Ich brauche Eier. Oh, gib mir Eier. Super. Ja, gib mir Eier. Super. Noch mehr Eier, los. Ja. Oh, doch, Mist. Das ist ja nur so ein Vieh. Ah, mein Baby ist back. Super. Gibst du mir Eier? Ich glaube, du kostest mich Eier. Mir auch nicht gefällt. So, irgendwo fällt da bestimmt dein Stern hier runter. Ah, da ist er. Hahaha, Knusper, Knusper. So, hier immer lang fliegen so. Lang taumeln direkt. Flap, da ein Ei draus immer. Wo ist denn der riesige Wassergeist hin? Oh, lass mich in Ruhe. Wow. Spaten! Geh weg. So. Hilfe! Nein, doch! Lass mich in Ruhe, geh weg! Ich will nicht mit dir spielen. Okay, da sieht schon besser aus, aber ich glaube, ich habe noch mehr verpasst. Ich bin da gerade weitergerannt wie so ein bekloppter Psychopath. Nein, lass mich doch mal endlich in Ruhe. Ah, du blöder Spaten! Gib mir mein Baby, Mann. Jetzt springe ich einfach über dich rüber. Haha, Opfer. So, hier war da nur irgendwas, oder? Ich bin da jetzt hier einfach weitergerannt, oder? Ah, ne, achso, ne. Das ist das gar nicht. Gut, dann habe ich mir schon gesagt. Zack. Abgerutscht. Verdammt. Weg hier. Abhauen. Der Spaten jagt mich. Hilfe. So. Ja, jetzt geht's hier weiter mit dem Spaten. Na toll. Mann, oh, dass ich hier ständig ins Wasser fallen muss. Yoshi will sich halt ein bisschen baden. Er ist halt der blaue Yoshi, ne? Er ist ein Wasser-Yoshi. War meine Theorie als Kind immer, dass die so Pokémon-Typen hatten. Die Yoshis, der braune war dann Boden und so. Gut, ja, okay, ich spare mir die Kindergeschichten. So, lass mich mal durch hier, du Spaten. Und wie sagt das Wort Spaten heute übelst oft? Geh weg, hau ab, verpiss dich. Opfer, haha, zeig ein anderes Wort genommen. So, hier ein Sternring. Oh, Gott sei Dank. Aber war das jetzt wirklich alles? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach mal. Da. Hier noch mehr Matschepampe. Hier noch ein Affe.
Hey, ich hab einen Affe. Ach, das ist Ditfi. Ah, die sind geil. Gib mir die Eier. Ich will das Ei haben. Dankeschön. Das sind nämlich Recovery-Eier. Die kommen nämlich immer wieder zurück, wenn ich sie schieße. Was irgendwie ziemlich Porno ist. Boah, Hilfe. Oh, doch. Voll auf meinen Kopf rauf. Hilfe. Mann, Affe, hau ab. Danke. Du blödet Monkey-Face. Her damit. Knusper. Haha. Mal gucken, da oben ist eine Wolke. Alter, überall Matschepump hier, ist doch ätzend. Ha. Hör, was ist denn? Warte mal, ich hab grad. Moment. Blöder Monkey, Alter. Komm her. Oh, dann zeigt das dir mal, was ich eigentlich nicht machen wollte. Na gut, ist egal. Auf jeden Fall, was war das hier gerade für ein langgezogener Opfer-Typi-Spaten hier? Was zum Geier ist das denn? Hör auf mit Körner zu schießen, du Opfer. So, hier eine Melon mitnehmen. So, ich glaube, das Ding darf ich noch nicht abschießen, oder? War das nicht? Irgendwas war... Ach, genau. Mist. So ein dummer Shit. Das habe ich mir gerade voll verkippt. Scheiße. Ja. Menno, och nö. Ich will da ran. Oh, wo geht's denn da oben hin? Das sah aber interesting aus. Ja, ich bin hochgekommen. Hier oben scheint aber nichts zu sein. So fies. Haha, cool. Durch so eine Tür, die nehme ich jetzt einfach mal. Scheiße. Ich hätte da reingemusst. So, hier, Knusper, Mahlzeit. Geh mal weg hier. So, Knusper, Mahlzeit und Knusper, Mahlzeit. Aha. Und noch ein Blümchen. Geil. So, jetzt sieht es ja schon ein bisschen besser aus, denke ich mal. Dass ich immer ins Startmenü gucken muss. Ich fühle mich immer unsicher, ob ich alles habe. Das ist furchtbar in dem Spiel. Da wird man echt paranoid. Oh, komm mal her, Affe. Haha, Mahlzeit. Ein Affensteak. Das ist ethisch echt fragwürdig. Heliyoshi, wir können uns jetzt nämlich verhandeln, ich hab's doch noch nicht verkackt. So, jetzt muss ich hier oben rein und dann sinkt man ein Stück ab. Und durch das Ding hindurch. Hey, halt. Flapp. Das war doch nice, Mann. Und jetzt durch die glitschige Tür. Ach du Scheiße! Und wir kriegen eine neue Verwandlung. Und zwar den U-Boot-Yoshi. Boah, den Kunden mag ich gar nicht. Flap und. Mit dem Sprungknopf kann man jetzt schießen. Und so ein paar Viecher abzuballern. Damit sollte man allerdings sparsam umgehen, weil es gibt Monster, wenn man die anschießt, dann werden die jetzt richtig aggressiv. Und zwar die da. Haha. Vielleicht schaffen wir es aber beim ersten Mal komplett durch. Das wäre echt mal ein Wunder. Bisher hätte ich es nämlich nie geschafft. Entweder man wird getroffen und säuft dann ab. Ah, da, Schlitz. Blöder Spast. Ah, genau, das wollte ich nicht. Ja, lass mich in Ruhe, ich will nicht. Nein. Lass mich. Nein, du. Gut, das war fail. Ey, Yoshi, taucht doch mal. Das sieht voll geil aus. Ist cool gemacht für SNES-Verhältnisse, finde ich es richtig geil. So, nochmal Stampfattacke und. Ah, die Mucke ist so cool. So, jetzt hier mal ein bisschen mit Speedrun durch. Tschüssikowski, schieß euch alle ab, Mann. Ah, fuck, jetzt bin ich voll reingeflogen. Lasst mich in Ruhe, haut ab! Tucker, yeah! Geh weg, du Spaten, mit deiner komischen Sprengpower. So, jetzt hier aber durchgeslitscht. Gut. Nein! Mano! Hier gab es irgendwo rote Münzen, basic. Ja. Schnell, Yoshi, du hast es gleich geschafft, ja. Ah, geil. Tschüss, du dober Fisch, der mich ständig verfolgt. Das hier noch mitgenommen, das hier noch mitgenommen. Oh, oh, Schlitz.
Ey, Fisch, lass mich in Ruhe. Hau ab. Kusch, du Bastard. Da oben, da oben. Ja, und flap. Yeah. Gut, eine rote Münze, das war alles. Oh Gott, das ist da, ich hab dir garantiert was verpasst. Da wette ich drauf. Worum weiß ich noch nicht. So, hier Knusper, so einen komischen Frosch weggegessen. Jetzt sind wir Franzosen. Die essen ja auch so was ganzes ekliges. Oh, Dorschlitz. Hilfe, Fisch, Baby, bleib hier. Blöden Fische, Mann. Lecker, hat die euch gerade gemacht. Los, komm, spring doch mal, ich hab Hunger. Komm schon, und Gaum, Sushi, jetzt war Japaner. Yoshi frisst echt alle. Das ist so ein Allrounder, echt, ist voll cool. Voll geil. So, jetzt hier, das muss mal weg hier. Das muss ich mal machen hier. Sterni ist geil. Nein, Mist, eine Sterni ist verschwunden. So, jetzt muss ich gucken. Die hier haben da irgendeinen Rhythmus. Ihr seid doch krank. Fuck, ich brauche noch ein Ei. Ach, da gibt's Eier, super. Wie bestellt und nicht abgeholt. Dankeschön. Flap. Hilfe, wieso? Hab eigentlich doch schon 2 Eier verschossen. Du müsstest doch tot sein. Das war jetzt total hilfreich. Warum heißt das jetzt gemacht? Ich weiß es gar nicht. Hey, da ist ein Ei ins Wasser gefallen. Hey. Gib mir noch eins. Oh, ich hab's anscheinend noch bekommen. Der Frosch macht da irgendeine Scheiße. Der frisst uns nämlich irgendwie oder schlägt uns mit seiner Zunge ab. Das ist voll der eklige Penner, Alter. Für den Frosch irgendwie räudig. Entschuldigung, also jetzt an alle, die hier Frosche mögen. Man muss immer voll vorsichtig sein, das Let's Play, was man sagt. Hallo, komme ich hier mal hoch? Danke. Aber auch nur mit Mühe und Not, war. Oh, Mist, wegen der Edenmünze bin ich nochmal abgestürzt. Matschepampe. So, wo geht's hier unten lang? Tschüss, du Typi. Mahlzeit. Knusper, Knusper. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, hier lang geschwommen. Hier ist nämlich, ja, doch noch eine rote Münze. Hehe, ich wusste es doch. Jetzt habe ich doch schon ein bisschen gesammelt. So, jetzt dürfte das eigentlich so langsam. Hilfe! Oh, da, Schlitz! Mist, Alter, scheiß Scheigei. Du bist gleich kein Scheigei, du bist gleich ein gefressener Geil. Oh Gott, so schlecht. So, hier oben ist nichts mehr. Mist, der hat Sterne verballert. Ist ja auch doof. So, hier mal die Treppen runter. Man muss mal bis zum äußersten Rand. Dann flutscht man hier einfach durch. So, 3 Runden dürfte eigentlich passen. Denn auch so ein Sternboni, den brauche ich in letzter Zeit ja öfters mal am Ende. Weil ich mich ständig von irgendwelchen Monster treffen lasse, die mich gar nicht treffen sollten. Hier, ja, sowas mag ich ja gerne. Das sind halt die klassischen Noob-Player, ne? Oh Gott, Hilfe, was machen die denn da? Kannst du vergessen, Alter. Bin ich dein Frühstück? Du bist beim Mittag. Wow. Okay, da haben wir schon mal alle Blumen. Sternis, geil. Geil, Sternis, ja. Super. Perfekt. Bam, bada. So, Mahlzeit und Mahlzeit. Komm schon, gib mir Fisch, 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 Fisch. Ich will Fisch. Ach, da kommt er ja. Mahlzeit. So, ich will mal gucken, was ist denn hier? Das sieht verdächtig aus, dass hier irgendeine Münze versteckt ist. Und nein, keine Mütze von Mario, sondern eine Münze für Yoshi, ne? Der ist ja geldgeil. Also wenn er frisst und die schmecken ihm, ist er wirklich geldgeil. Aber finde ich ja nicht verwerflich, habe ich erwähnt, irgendwo in irgendeinem Let's Play letztens. So, was macht ihr hier? Jetzt sieht er auch so aus, als ob man da rennen könnte. Blöder Frosch. Blöder Affe. Affe, komm her. Mir juckt der Fuß, verdammt. So, jetzt hier mal ein bisschen unten durchstampfen. Hier ist aber bestimmt irgendwo eine rote Münze. Komm schon, mir fehlt bloß noch eine, oder? Ja, und dann habe ich alt. Ach Gott, ist doch super. Komm schon. Rote Münze. Vorne. Wohin? Hier irgendwo? Ah, da. Ah, ich sehe schon. Ah, haha, super. Jetzt will ich mal gucken, ist hier noch mehr? Das ist doch nicht alles, oder? Ja, doch, war alles. Gut, dann bin ich fertig. So, hier noch ein Monkey mitgenommen, volle Eier und durchs Bonusgedöns. Und der nächste Yoshi hat Vortritt und kriegt dann ein Bonusgame dazu. Ja, dudelum, Bonusspiel, Game, wie auch immer, könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. La 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 la, Flur und Flur.
Einmal 100%. Yeah, geile Sache. Vielleicht kriegt er die dritte Welt auch noch komplett auf Anhieb voll. So, jetzt kriegen wir hier Memory. Geil, ich liebe Memory. Mal gucken, ob ich das noch drauf habe. Das war immer geil. Boah, ich hätte als Kind so gerne gespielt. Muss noch mal gucken. Ach du Scheiße, da ist ein Pau, da ist Feuer, da ist Grün, da ist Eis, da ist die Lupe. 20. Ach du Scheiße. Gut, sollte machbar sein. Moment. Erstmal das Schwere. Und zwar waren hier ein Pau. Und hier war ein Pau. So. Erste Sache. Ich liebe Memory. Ich finde es geil. Ja, es ist einfach nur übelst steil. So, hier war ein Zwacken. Den Zwacken nehme ich natürlich mit. Den werde ich mir abzwacken. So, dann erinnere ich mich noch, dass hier eine Lupe war und die Lupe war genau gegenüber. Man muss sich das immer merken. So, hier Pau, ein Feld Abstand, 20 nebeneinander. Hier ditte Döns. Und dann bin ich eigentlich schon fertig. Denn hier war ein Eis, das weiß ich noch, weil genau zwei Felder drüber waren. Wieder ein Eis. Flap, so. Dann waren die unteren zwei noch grüne Melonen und dann war, glaube ich, auch noch eine rote Melone dabei. Muss ich mal gucken. Weil das letzte, was man, also ich weiß jetzt nicht, was ich davon vergesse. Ich weiß nicht, was das letzte für letzte Items war. Ich glaube, ein 10-Sterner war noch dabei, oder? Doch, hier genau, hier war Feuer auf der anderen Seite. Ich guck mal, was ist das andere? Einen Fehler darf man nämlich machen. Ich glaube, also ich könnte jetzt die 10 Sterne machen, dann werden die Feuermelonen da 10 Leben. Oder ich mach's halt andersrum. Aber ich hol mir die 10er, um mal so einen Boni halt mitzunehmen. Und das letzte, was man jetzt macht, ist nämlich ein 10-Leben-Boni. Balalalala. Ich kann's immer noch, ist doch super. Und damit alles gelöst. Bam. Ich find's ein bisschen fies, man hat nur einen einzigen Fehler offen. Aber naja, man schafft's halt immer gut und man kriegt so viele Items. Ich find das echt geil. Hat er jetzt mal genug Leben gezählt hier? Das ist ja wie so ein Bankmanagement-Typ, der seine 5-Cent-Stücke da zählt. Da. So, jetzt hätte ich eigentlich lange genug für 3-3 verbraucht. Da hätte ich jetzt 3-4 dazu machen, wäre so ein bisschen dreist, ne? Und 3-4 war auch alle damals einfach. Ich weiß nicht, welcher Gegner das ist. Boah, das war heftig. Aber am Anfang kann ich schon mal. Dann habe ich im nächsten Part noch ein bisschen Zeit, vielleicht den Schloss schon fertig zu kriegen. Das ist nämlich alles damals klein. Und außerdem ist der Gegner alles damals einfach. Bergbergs Festung 3-4. So, der furzt sich dahin ab, kriegt aber keine Eier raus. Kein Wunder, wir sind ja voll. Ich finde immer lustig, der spuckt nur Eier aus, wenn wir sie wirklich brauchen. Ist schon cool, woher wissen das Vieh, wann wir Eier brauchen. Weil ich mich um als Kind gefragt habe, warum haben wir genau 6 Eier? Ist das gleiche wie 6 Pokémon, oder? Alle weiteren werden an den PC gesendet und Volltreffer. Bam, badam. So, ja, weiter so eine kleine Brücke. Ja, Mahlzeit. Oh, da ist doch bestimmt irgendwas. Mist, ich hab keine Eier mehr. Na okay, zeig doch noch ein Ei. La 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 la. Ha! Oh Mist! Ich hab keine Eier mehr. Du. Verdammt! Ach, ich hab noch ein Maxi-Eier-Update. Das mag ich jetzt einfach mal. Benutze ich sonst selten. Flap, flop, flop. Geil! So, jetzt ist aber was Wertvolles hier drin. Alter, jetzt verschießt die Eier auch noch. Eine Tür! Okay, das war natürlich jetzt dann doch hilfreich. Oh, dumm. Oh Gott, nochmal ein U-Boot-Yoshi-Modus. Na gut, das mag man noch schnell. Vielleicht gibt's rote Münzen und Splush und dann let's go. Dumm. Ach du Scheiße. Fährt mich mal in den Kreisverkehr einordnen. Und schon hat man gemerkt, dass die roten Münzen hier definitiv vonnöten sind. Also hätte ich das oder so finden müssen. Badadadada. So, flap. War nur relativ kurz und Yoshi taucht auf. Aber wo? Ich finde die Mucke übelst geil. So. Monkey, komm her. Mahlzeit. Das ist so eine Fake-Blume. Sieht man sie mal genauer. Flop. Komischerweise geben die das Geräusch einer Münze, wenn die gegen die Wand knallen. Ich wollte das nochmal testen. 72 Münzen und wenn er jetzt gegen die Wand quatscht. Immer noch 72. Gut, das hat damit nichts zu tun. Gut, jetzt. Oh, verdammt. Na gut. Alle noch verkraftbar. Ich habe ja noch keine Sternis eingesammelt. Optional. Also, nichts verloren und nichts gewonnen. So, ist hier noch mehr fieses Gedöns. Fische. Na gut, das ist jetzt nicht so fies. Wow, das war fies. Baby, bleib hier. Danke, Mahlzeit.
Boah, genau, gegen meine Füße und legt dann so Flap und Headshot und ah, geil. So, ich freue mich, gut sagen, hier Mike im nächsten Part dann weiter. Gucken wir mal, was in der Tür drin ist, in der Tor. Und erstmal, quietschü. Ne, ich wollte es mal nochmal erwähnen. Achso, eine rote Münze, also hier geht's, denke ich mal, noch nicht weiter, das ist irgendwie dort optional. Bis zum nächsten Mal, Freunde, mach's gut und hau da rein und ciao und viel Spaß mit meinen Parts, ne? So wollte ich mal wieder mal erwähnen.